Ach ja, Freunde, ich bin inaktiv geworden. 2 Wochen ist das letzte Video von mir her. Das ist ein bisschen arg lang, habe ich mir gedacht. Und deswegen ist es mehr als nur angebracht, jetzt mal wieder ein bisschen aktiver zu werden, habe ich mir gedacht. Und heute habe ich mir direkt was ganz Besonderes ausgedacht. Nice. Und zwar werden wir uns heute mal den Marketplace ganz besonders unter die Lupe nehmen und gucken, was man damit machen kann und wie er funktioniert. Und wir werden jetzt auch direkt damit beginnen. So, den Marketplace können wir einfach mit dem Befehl /Marketplace öffnen. Gehen wir einfach im Chat ein und drücken dann auf Enter und daraufhin ploppt dieses kleine Menü auf mit meine Aufträge, Erze, Holz und Blöcke. Wir gehen jetzt einfach mal auf Erze drauf und jetzt haben wir hier verschiedene Erze drin, wie ihr sehen könnt. Und ich sag jetzt einfach mal, wir nehmen jetzt einfach mal Eisen. Und hier steht ein K, das steht für Kaufen. Kaufen 14 Euro, also das heißt quasi ein Eisenbarren kriegt man hier ab 14 Euro. Und wenn man es selber verkaufen möchte, dann ist der aktuelle Wert davon bei 7,01 €, wenn man es selber verkauft. Wir gehen jetzt einfach mal halt drauf und kaufen jetzt mal was. Und zwar, hier können wir halt auswählen, ob wir es verkaufen oder kaufen wollen. Wir gehen jetzt aber in dem Fall mal auf Kaufen und hier sehen wir jetzt hier die Anzahl. Das können wir quasi hoch bis auf 520 gehen. 12 meine ich. Aber wir wollen jetzt einfach mal 5 Eisen kaufen. Das heißt, wir gehen einfach mal rauf und das heißt, wir bezahlen dann quasi pro Eisen 14 Euro und gehen dann mal auf Senden. Dann müssen wir das hier noch bestätigen. Und hier steht, du hast 5 Eisen auf Citybit Blue für 70 Euro gekauft. Erhalte deine Items über das Aufträge-Menü in unter /Markt. Es geht aber auch mit /Marketplace, also es ist egal, wie ihr das schreibt. Und wie ihr seht, Eisen abgeschlossen, gekauft 5 von 5, je 14 Euro. Dann können wir das hier einsammeln und wie ihr seht, haben wir jetzt hier 5 Eisen bekommen. Und ja, so funktioniert das quasi das Kaufsystem, so geht das mit allen Items, ihr könnt die quasi so einfach dann kaufen und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch schon mal direkt dann zum Verkaufen. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie ihr Items verkaufen könnt. Dafür geben wir einfach wieder den Befehl /Marketplace ein, gehen dafür wieder auf Erze, in meinem Fall, das könnt ihr aber natürlich auch bei jedem anderen Item machen, sofern ihr die Items denn habt. Ich gehe jetzt in meinem Fall auf Eisen und diesmal auf Verkaufen. Dann sind wir wieder in dem Menü und hier können wir jetzt die Anzahl einstellen, wie viel wir verkaufen wollen. In meinem Fall habe ich jetzt leider nur 5 Stück. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal 5 Eisenbarren verkaufen. Und hier steht jetzt pro Eisenbarren 7,01 €. Das könnt ihr aber auch selber einstellen. Ihr könnt den Preis quasi höher schrauben, jetzt zum Beispiel auf 7000 irgendwas, aber das wird euch kein Mensch abkaufen. Deswegen lasst es einfach so, wie es ist, hier bei 7,01 €, weil dann wird euer Eisen wahrscheinlich direkt gekauft und in meinem Fall gehe ich jetzt hier einfach mal auf Senden, dann auf Bestätigen und dann steht, du hast 5 Eisen für 7,01 € pro Item, also insgesamt 35 Euro zum Verkauf gestellt. Und jetzt seht ihr auch direkt, dass mein Eisen direkt verkauft wurde, weil sich das jemand gekauft hat. Und hättet ihr jetzt den Preis zum Beispiel hochgeschraubt, zum Beispiel von 7 Euro auf, sagen wir jetzt einfach mal als übertriebenes Beispiel, 20 Euro oder so, dann hätte das wahrscheinlich viel länger gedauert oder es hätte gar niemand gekauft, weil es werden quasi immer die günstigsten Sachen direkt oben angezeigt und die teuersten Sachen, die werden logischerweise halt direkt und sehr weit unten angezeigt, so dass es halt kaum jemand findet, weil die Leute wollen sich ja quasi einfach die günstigsten Sachen kaufen. Und so funktioniert dieses Shop-System quasi, der Marktplatz. Und falls ihr dazu noch irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr mir diese gerne in den Kommentaren stellen, da stehe ich euch gerne zur Verfügung und ich würde sagen, das war's dann mit dem Video, haut rein und tschüss!